Herzlich willkommen zurück zu Drakengard 3. Heute machen wir mit Thuis Chapter weiter. Intona of Curiosity. So, Memories of the Intonas haben wir noch eine neue von vor. Die habe ich, glaube ich, nicht gezeigt. Zeige ich dann jetzt. Könnt ihr euch durchlesen, wenn ihr wollt. Wir machen mit... weiter, ja. Wir können ja jetzt... Obwohl, Moment, kann ich Items kaufen? Habe ich Items verbraucht? Nee. Gut, machen wir weiter. Mit Thuis Chapter. Und schauen, was 3 uns für so Kuriositäten vorenthalten hat. So, genau. Once upon a time, many moons ago, there was a beautiful Intoner and an elderly man. The Intoner's only love in life was making dolls. She loved it so, 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 so very much. It was an odd obsession, to be sure. One the elderly man would often worry about if the mood struck him. Oh Gott, wir können mit den Puppen reden? Das ist creepy. Oh Gott, und wir laufen so? Oh Gott. Uh-oh. Looks like your surface is getting a bit rough. You certainly have a way of losing yourself in your dolls, my lady. Such a pity. I can have any woman I desire thanks to my mighty member. And yet you are the only one who can push me over the white cliffs of joy. In this thick and turgid world, you, Lady Three, stand boldly above them all. Just once, just once. I wish my lady would open her pleasure barn to me while her dolls were watching. With my body, soul, and technique, I know I would satisfy her as no man ever could. You simply cannot compare some splintered puppet to the majesty of old Octa. Oh Gott, diese Puppen sind so creepy. Oh, my charming little dolls. Good heavens! What are we going to do with you, Lady Three? I stopped keeping tabs on you for just 1 minute, and now you've gone and scared up this horde of little monsters! Octa, you're all shriveled up for a change. Can I slice it off and dissect it? I'd prefer you didn't, my lady. Das ist so creepy, die Frau. If I might change the subject. May I ask who will be rumbling with this time around? Yeah, in battle, that is, not the other kind of rumbling. My soldiers. The troops I made for one. They've been very bad. Ho ho! So you're planning to go forth and dispatch the very monsters you conjured up? A wise and magnanimous gesture, my lady. If my sister wills it. Oh weh, das wird der creepyste Teil des DLCs, glaube ich. Oh Mann. Ich frage mich, wie die kämpft. Weil die Scheren an sich haben wir ja noch nie als Waffen gehabt. Oder kämpft sie mit einem Chakram? Sind das eigentlich Chakrams? Ja, wir werden es jetzt sehen. Ich bin gespannt, auf jeden Fall, wie sie kämpft. Oder ob sie einfach, das so spezielle Waffen sind. Weil die müssten ja eigentlich in eine Klassenordnung der Waffen zugeordnet werden. Und, obwohl, One spielt eigentlich mit Chakrams. Was hat sie denn? Sind das Schwerter? Ah, er wird als Schwert Oh, sie kämpft so langsam. It's a sight that would take anyone's breath away. Demons don't take kindly to people, but a few little tweaks, and I can mess with them all I want. I don't see how an ogre can bring much enjoyment, no matter how tweaked. Sie kämpft so mega langsam. Moment, ich muss mal eben was gucken. Okay, Moment, ich muss mal eben... Okay. Oh Gott, das wird lustig, mit der Frau zu kämpfen. Lustige Haare. Aber wir sind im Turm. Der Turm war gar nicht so... Obwohl, das war immer etagenweise mit den Monstern. So viele Monster kamen mir gar nicht. Ja, es war immer ein Raum.
Treppe hoch, Raum clearen, Treppe hoch, Raum clearen. Ja, das war eigentlich ganz cool. Da sehe ich schon zwei Kisten. Ist die dritte hier auch irgendwo? Wäre ganz cool. Oder wird das hier ein riesiger Bosskampfraum? Das kann natürlich auch sein. Ich geh mal hier hoch. Ich hoffe einfach, dass keine Cutscene mich unterbricht. Oh, ist der Trick hier schon, da hochzukommen? Ich sehe schon. Ah, okay. Schon eine kleine Challenge hier. So. Nein. Kann sie da hoch? Nein. Okay, das kann dauern. Das ist so ein kleiner Challenge-Jump-Run-Part hier. Um da hochzukommen. Oh Gott, das war zu früh. Nein, gerade so geschafft. Gut. Weißt du, sie kämpft total lahm. Aber so ein Dash kriegt sie dann doch hin. So, da hoch. Dann darüber. Hier hoch. Drehen. Gott. Da hoch. Darüber. Oh Gott. Darüber. So, das hätten wir. Ist die dritte auch noch hier? Ich hoffe, die dritte Kiste ist nicht auch noch hier. Ansonsten möchte ich jetzt nochmal runter und hier die Kisten killen. Damit wir jetzt Geld daraus bekommen. Und ich hoffe wirklich nicht, dass wir hier irgendwie hart kämpfen müssen, weil... Die kämpft zu langsam. Warum hat sie noch so... Das Schwert da in dem Bein? Sind das auch nochmal Schwerter, die sie benutzen kann? Das können wir wieder aufladen, okay. Oh, das kann man schießen. Okay, cool. Was steht da hinten? Da hinten steht was. Ah, da hinten war die Kiste links, habe ich gesehen, die letzte. Und das ist doch der Ort, wo wir gegen Gabriel gekämpft haben. Und da, Moment, erstmal mache ich die Kiste. Ah, hier sind gar keine... Ah, das ist wieder nicht die Kiste. Oh, wie gesagt, ich hoffe, die dritte Kiste war jetzt nicht auch in dem Raum, weil die habe ich nicht gesehen. Wahrscheinlich war ich wieder nur blind und habe sie übersehen. Aber erstmal... Ah, da steht sie. Ich habe sie gefunden. Ah, Heilung. Okay, die war für den Kampf gedacht gewesen. Schade. Das ist der Thronsaal, wo wir Ron das allererste Mal besiegt haben. Jetzt können wir uns dann mal die Wand angucken hier. Vielleicht ist das ja für manche interessant. Oh. Das ist so ein kleiner Altar. Hier haben wir dann auch Rons Bruder gefunden. Also der von ihr erschaffen wurde. Bin ich gespannt, was hier passiert, wenn wir da jetzt reintreten. So, einmal hier schnell dahin. Vize-Ogres, ist das so ein kleiner Trainingsraum für sie? How curious. Whatever could round one possibly be referring to? Octa. Yes, my lady? Don't be such a worrywart, would you? Ah, yes. A thousand pardons, my lady. Sie kämpft so langsam. Das ist echt nicht mehr feierlich, wie langsam sie ist. So, laufen wir mal ein bisschen weg. Einer ist weg. So. To think, all these monsters would defy their master and creator. You might say we've got some control issues here, Lady Three. Yes, they're defective. I kind of forgot I left them in the Cathedral City. Oh, how distressful! We must dispose of them. All of them. Sadly, like a picked flower. Cruelly like a test specimen. Gott. Aber sie macht gut Schaden. Das muss man ihr lassen. Oh Gott. Oh, ich kann die weiter zerschneiden. Oh Gott. Ist mir noch nie aufgefallen. Okay. Das war noch nicht alles. Oder? Und das war mein E-Mail-Programm. Es tut mir leid. Das habe ich vergessen auszuschalten. Enhanced Ogre. Oh Gott. Was ist denn hier los? Hugo, Alfonso, Carlo, Elmo und Oscar. My lady? Those are their names. I wanted to make a group of brothers, but it didn't quite work out. Die Musik ist cool. Their brains' motor signals weren't able to communicate with their nervous systems. I think excess noise in the neural connections ended up slowing their movements. See, my goal was to make good, useful soldiers. To make powerful, beautiful, obedient soldiers. But I failed.
My, you certainly become quite verbose when discussing your soldiers, lady. Zack! Jawohl, da haben wir ein paar getroffen. Und, oh Gott. Ich nehme mal ein S-Potion. Damit wir da mal ein bisschen sicherer sind. Musik ist endcool. So, da hätten wir einen weniger. Nummer zwei weniger. Ich meine, drei ist ja mega stark, wenn sie so zuhaut. Das, also sie gleicht ihre langsamen Kampfmoves mit Stärke aus. Oh, der Soundtrack ist so genial. Gugglefee. That one is named Gugglefee. Quite a bit faster than those fellows before, I'd say. Yes, Gugglefee is gifted. I made sure to learn from my mistakes with the Hugo brothers. I used metal in the neural transmitters to achieve greater accuracy and boost transmission speeds by approximately 45%. Making the metal thin enough was a bit of a challenge, not to mention implanting it into an ogre. But I believe the results justified all my hard work. You really do love speaking upon the subject of dolls, Lady Three. Oh my. Man merkt auch, wie stark sie ist, weil die Ogre immer weggestoßen werden und ihren Angriff nicht beenden können. Wenn man sie gut trifft. But something ended up being very wrong with them. How's that, my lady? Well, I adjusted the connection between their brains and the optic nerves in their eyes. But in the end, that wound up harming the link between visualization and memory. As a result, they perceived all objects they saw as fluttering red capes. They essentially evolved to a point where they started attacking friends and foes alike. Fluttering capes? I'm afraid I don't quite... Und da wurde das Gespräch wieder nicht beendet. Tut mir leid, ich war zu schnell. Wie schnell sie auf einmal sprechen kann, wenn sie über was spricht, was sie mag. Final round. Okay, danke schön. Excremento Arena. Just the children I wanted to meet. See? Look at them. Look, 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 look at them. Their nimble movements. Their life and well-defined bodies. The way they make decisions based on experience and knowledge. It's fantastic. They were a wonderful, perfect success. Like finding pearls in the forest. Are my soldiers not the very best of the best? Yes, my lady. Yes, of course. But do try to calm down, if you would. There is one thing I am curious about, my lady. What is it? The names of these beasts. What do they mean? They're Spanish for excrement and urine. They're Spanish for excrement and urine. Dass ich immer ausreden. Oh, well. All right then. There. Alter. So, jetzt können wir ihn hauen. So ausgesprochen, so. Das müsste schon die Mission gewesen sein, oder? Die war genauso verstörend wie 3 selbst. Es lag aber, glaube ich, an 3. Okay. Das war kurz. Ui. Wieder sehr viel Geld bekommen. Ich habe das Geld übrigens schon ausgegeben. Ich habe schon einige Waffen wieder weiter aufgewertet und so. Und so weiter und so fort. Also wundert euch nicht, wenn ich weniger Geld habe. Das ist so gedacht. So, und dann zeige ich euch noch das Memory. Und dann gibt es im nächsten Part dann Verse 2 und wir merken schon 3, Verse 2 und 3, oh mein Gott, diese ganzen Zahlen. Und 3 ist schon so fanat in ihre Puppen. Das merkt man schon extrem. So, da habt ihr den Text, ihr könnt ihn lesen. Wir sehen uns dann im nächsten Part von Drakengard 3. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. It's time to put an end to the Intoners.